Moin, heute stellen wir euch die Skywide-Serie von 5.11 vor. Diese wurden als Ergänzung des bisherigen Sortiments der bewährten Rucksäcke, zum Beispiel der Rush-Serie, entwickelt. Die Skywide-Reihe ist dabei um einiges leichter und wartet mit vielen durchdachten Features auf, die wir uns jetzt mal näher anschauen wollen. Die Rucksäcke kommen in zwei verschiedenen Größen daher, einmal in 24 und einmal 36 Litern. Schauen wir uns erstmal den kleineren 24 Liter Rucksack an. Dabei handelt es sich um einen traditionellen Toploader. Und da kennen wir alle das Problem, dass wir dann an die unteren liegenden Dinge nicht herankommen. Deshalb bietet 5.11 zwei zusätzliche Reißverschlüsse eben im unteren Bereich, um dort bequem Zugriff auf meine Sachen zu haben. Weiterhin besitzt der Rucksack noch ein kleines Deckelfach und zwei zusätzliche Stretchfächer für zum Beispiel Getränke oder sonstige Sachen. Zusätzlich hat der Rucksack auf beiden Seiten robuste Tragenriemen, Lasercut, Molle auf den Schultergurten, um noch zusätzliche Ausrüstung unterzubringen. Und das gleiche auch noch auf dem Hüftgurt, auf dem wir noch zu sprechen kommen. Weiterhin bei der Skywide-Serie bei beiden Rucksäcken ist ein Raincover mit enthalten in Signalfarbe. Schauen wir uns jetzt den etwas größeren Bruder an. Dieser verzichtet auf das Deckelfach, bietet dafür ein großes Einschubfach auf der Vorderseite, die beiden Stretch-Einschubfächer an den Seiten und ist anstelle des kleineren Rucksacks ein Frontloader. Diverse Befestigungsschlaufen ermöglichen noch ein zusätzliches Anbringen von weiterer Ausrüstung. Und damit kommen wir zu dem vollmodularen Hüftgurt, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben. Dieser lässt sich nämlich sehr einfach abnehmen und einzeln verwenden. Das durchgehende Lasercut-Molle-System und die Klettfläche auf der Rückseite machen ihn zu einem perfekten Gear- oder Battlebelt. Eine zusätzliche Besonderheit dieses Hüftgurtes ist seine Kompatibilität mit den weiteren Brusttaschen, die es in der Skywide-Serie gibt. Diese besitzen ein Gurtsystem, wodurch sie wie ein Chestrick getragen werden können. Es kann aber auch einfach demontiert werden. Dadurch haben wir dann eine einzelne Tasche, die aber auf der Rückseite eine Durchführung hat, durch welche wir dann den Hüftgurt ziehen können. In der Skywide-Serie gibt es dabei zwei Taschen, einmal das Survival Chest Pack und das Utility Chest Pack. Ich denke, man kann ganz klar sagen, dass sich 5.11 hier sehr viele Gedanken und ein System entwickelt hat, welches multifunktional einsetzbar ist und wirklich viele Anforderungen erfüllt. Das war die Skywide-Serie von 5.11 kurz vorgestellt. Sollte euch das Video gefallen oder ihr Vorschläge für weitere haben, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Vergesst nicht, die Glocke zu klicken und den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns. Tschüss.